Im Heute-Journal durfte sich der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg dazu äußern, hat gesagt, also ich sei auf einer Querdenken-Demo aufgetreten und habe gesagt, das Bargeld soll abgeschafft oder verdrängt werden und das eignet sich als Verschwörungstheorie in Baden-Württemberg gut. Wobei in Baden-Württemberg sind halt, ist ein Hochburg, möchte ich sagen, gläubiger Menschen, pietistischer Menschen, Zentrum der Reformation. Da hat eigentlich die evangelische Kirche, der evangelische Glaube noch viele Wurzeln, so wie auch Bayern, nicht Bayern, das katholische Sachsen, wo auch viel, also eine starke evangelische Kirche ist, also jenseits der Amtskirche. Und auch das wurde natürlich schon thematisiert vom Spiegel. Das sei der neue Bible Belt. Also in den USA gibt es einen sogenannten Bible Belt, sind die Südstaaten. Also jetzt haben wir auch ein Bible Belt in Deutschland und die Leute werden besonders gefährlich. Nein, das sind Leute, die ihren eigenen Glauben haben, den muss man nicht teilen, aber die eben relativ immun sind gegen das, was uns über die Massenmedien in die Köpfe geimpft wird. Und in meinem Buch, Die Krise hält sich nicht an Regeln, versuche ich halt, da Antworten zu finden. Denn die Krise hält sich zwar nicht an die ökonomischen Regeln, aber wenn man tiefer gräbt und in der Politikwissenschaft schaut oder fragt, wie kommen solche Situationen zustande, dann kann man schon natürlich auch Gesetzmäßigkeiten und Regeln finden. Und das versuche ich relativ kompakt aufzuarbeiten, einschließlich der Corona-Krise, und führe im Prinzip das, was ich in Weltsystemcrash sehr ausführlich gemacht habe, aus 600 Seiten, führe ich hier fort und versuche es kompakter zu erklären.